Wir werden jetzt 4 Golden Pinguine, also 9000 Robux zu einem Neon Pinguin für einen, also einen Neon Golden Pinguin. Warte, 1, dann 2, 3, der letzte, Leute. Der letzte goldene Pinguin. 4. Oh mein Gott. Und hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Adopt Me. Ja, danke, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge machen wir einen Neon Golden Pinguin. Und ja, hier die Hälfte heißt noch AA. Aber ja, lassen wir das einfach ganz so. Leute, wenn ihr gespannt seid darauf, dann bleibt doch gerne dran, lasst ein Like da und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren, falls du das noch nicht getan hast. Ja, ihr seht ja, Leute, ich habe jetzt meinen Halloween-Merch an für Jungs. Ich habe auch einen für Mädchen rausgebracht mit 2 unterschiedlichen Aufschriften, sage ich mal. Nur für 10 Robux, also für 20 insgesamt. Der bleibt nur jetzt für einen Monat oder so im Shop. Danach kannst du ihn nie wieder kaufen. Das heißt, schnell zuschlagen, Leute, nur 20 Robux. Link in der Beschreibung. Oder ich zeige es mal ganz kurz. Einfach hier auf Gruppen gehen, dann hier oder hier oben Jojo Army suchen. Dann findest du die Gruppe mit über 34.000 Leuten drin. Dann gehst du hier in den Shop oder in den Store und dann kannst du die Klamotten auch schon kaufen. Die stelle ich jetzt hier gleich rein. Da gibt es für Mädchen was, für Jungs was. Nur für 20 Robux insgesamt, wie gesagt, verschwinden in ein paar Wochen wieder. Und ja, jetzt werden wir aber den goldenen Neon-Pinguin machen. Und ich bin richtig, richtig gespannt, wie der aussehen wird. Leute, hier ist einfach Tom. Und jetzt schließen wir unser Haus ab. Das war's dann mit Tom. Aber Leute, ich finde, die Klamotten hier sehen ziemlich nice aus. Außerdem, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und das Video mit deinen Freunden teilen. Vielleicht kann ich auch nochmal... Hier, Leute... Komm, ich verlose nochmal eine Fly Potion an einen von euch. Das heißt, schreib mal einen netten Kommentar mit deinem Dream Neon Pet. Und dann hast du die Chance, natürlich mit deinem Username noch, dann hast du die Chance, eine Fly Potion zu gewinnen. Wie lange müssen wir jetzt hier noch warten, Leute? 3 Stunden und 30 Minuten. Ich mache hier ja fast jeden Tag einen Stream oder sowas, wie wir das hier ausbuddeln. Auf jeden Fall gerne auch die Streams gerne gucken. Und Leute, wir werden jetzt gleich zum Neon machen gehen, weil Leute, dann wäre die Folge ja richtig kurz und das will ich ja natürlich nicht. So, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall... Full-grown Golden Pinguin, Full-grown Golden Pinguin. Der hier heißt noch AA. Wir machen mal kurz den Namen ein bisschen weg. So, Switch to Pet. Und jetzt machen wir mal hier den Namen. Boom, normal. Jetzt heißt er auch wieder Golden Pinguin. Und ich glaube, wir haben hier noch einen, der irgendwie AA. Ja, genau, hier, der heißt auch noch so. Und das hier machen wir auch nochmal. Boom. Und hier sind ganz, ganz viele Fans, Leute. Hier sind ganz, ganz viele Fans. Auf jeden Fall habe ich mir bei den Klamotten ziemlich viel Mühe gegeben, weil ihr seht ja, Leute, die haben hier so manchmal so diese orangenen Flecke. So, ich dachte, das sieht so ein bisschen Halloween-Spooky-mäßig aus. Ich weiß nicht. Also, ich mag die Klamotten hier auf jeden Fall. So, und ja, hier haben wir einen Golden Pinguin. Kann der hier Fly oder Ride? Ja, okay, der hier kann Ride, Leute. Dann haben wir jetzt, wir haben 2 Ride, einen Fly und einen, der noch eine... Was hat er denn hier an, Leute? Ach du Kacke, wer ist er denn, Leute? Wer ist er denn? Ich mach mal ganz kurz meine Trades aus. Boom. Und jetzt mache ich mal eben das hier. Und jetzt mache ich mal eben hier Take off Everything. Boom. Okay, besser ist das, glaube ich. Show my Avatar. Hi, ich bin dein größter Fan. Hi, na? Und warum laufen alle mit diesen Klamotten hier rum, Leute? Kauft mein Halloween-Merch. Can I offer? No, ich will den jetzt Neon machen, ich nehme keine Offer. So, Leute, aber was können wir machen? Mir hat jemand was in die Kommentare geschrieben und zwar sollte ich mal einfach mal ein paar Big Potions trinken. Das wollte ich mal ausprobieren, das können wir gerade machen und danach werde ich mal hier den Pinguin dann Neon machen, den Golden Pinguin. Dafür müssen wir aber erstmal da hochgehen, Leute, zack. Und wir gehen jetzt hier nach oben, weil der meinte irgendwie so, da gibt es so Potions, die kann man dann trinken und dann wird man so riesig. Das habe ich noch nie gesehen, deshalb wollte ich das mal ausprobieren. Boom. Und Leute, das Zelten kommt. Nice. So, der meinte hier diese grüne Potion. Wie teuer ist die denn, Leute? 400 pro Potion. Okay, trinken wir mal eine. Mal schauen. Und... LOL! Wir sind ja mega groß. Oh mein Gott. Wir sind hier riesig. Und wie groß ist jetzt der Pinguin? Ah, der hat gar keine Potion. Wartet. Wie groß ist jetzt hier der Pinguin, wenn wir den jetzt hier reiten? Der ist ja riesig, Leute. Das ist ja ein Monster. Können wir noch eine davon trinken? Ah, noch eine zu trinken wäre zu gefährlich. Aber Leute, hey, wir sind ja riesig. Das sieht ja richtig cool aus. Hier gibt es noch die Anti-Gravity, die Speed-Potion, dann noch die große Kopf-Potion. Und dann gibt es hier die, das ist meiner Meinung nach die coolste, da kannst du aber fliegen. Und unser Pinguin hat Hunger. Leute, jetzt sind wir aber natürlich riesig. Das ist natürlich jetzt nicht so nice, aber wobei, das ist irgendwie dann auch schon wieder nice. So, Leute, dann ess du mal der Pinguin hier und dann werden wir jetzt hier boom. Und jetzt gehen wir mit dem hier gerade mal eben zelten. So, Leute, die ganzen Leute werden sich jetzt hier schrecken. So, springen wir hier runter. Und batz! Und jetzt werden wir hier zum Zelten laufen. Wobei, Leute, holen wir jetzt einfach mal unser Riesenauto jetzt raus. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja riesengroß. Und wie groß ist das hier zum Beispiel? Nice. Oder hier das Hoverboard. Ich meine, Füße sind einfach so durch das Hoverboard durch. Okay. Ich passe ja nicht mal hier in das Zelt rein, Leute. Kann ich mich hier ins Bett legen? Kann ich mich hier irgendwo ins Bett legen? Ja, hier, tatsächlich. Okay, Leute, ich... Das sieht ja richtig witzig aus, wenn ich hier einfach so
So einfach so aus dem, hallo, kannst du bitte von meinem Kopf runtergehen? Fan von JojoCraft HP, nice, cooler Name. Ach stimmt Leute, ich muss ja gar nicht schlafen, nur mein Pinguin muss nur schlafen. Okay dann, oh guck mal wie süß das ist, der passt gar nicht mal in unsere Arme rein. So. Was haben wir denn hier für dich zu trinken? Eine Limonade, trinken wir eine Limonade. Und Leute, gleich werden wir ihn in Neon machen. Und zwar am besten einfach jetzt. Wobei, Leute, ich hätte eigentlich gerne, ich glaube, ich bin ein bisschen zu groß für die Potion. Ich mache mal kurz Charakter Reset. Dann ist das ja wieder weg. Allein, Leute, wir waren doch nicht, ah, doch, wir waren mit dem Campen fertig. Okay, gut. Oder waren wir? Waren wir fertig mit dem Campen? Ich glaube nicht. Nein, Leute, ich hab's verkackt. Tut mir leid, ich laufe da mal eben ganz schnell noch hin. Okay, Leute, die Campen-Quest ist irgendwie weg. Jetzt müssen wir duschen. Aber egal, Leute, wir werden jetzt den Golden Neon Pinguin machen. Teile das Video doch gerne mit deinen Freunden, damit sie das aussehen, Leute, weil ein Golden Neon Pinguin ist schon cool. Weil, Leute, man muss, ein goldener Pinguin kostet so circa, schätzen wir mal 2000 Robux, sagen wir mal. Weil, um einen zu bekommen, muss man 10 mal, sagen wir wahrscheinlich, den goldenen Fisch kaufen, weil die Chance ist 1 in 10, sagen wir einfach mal 10. Und ein goldener Fisch kostet hier, ihr seht jetzt Leute, 225 Robux, das heißt, ein goldener Pinguin müsste eigentlich 2250 Robux kosten. Und wir haben jetzt 4 Stück davon, das wären dann ungefähr, sagen wir mal einfach mal 9000 Robux, Leute. Wir werden jetzt 4 goldene Pinguine, also 9000 Robux zu einem Neon-Pinguin für einen, also einen Neon-goldenen Pinguin. Leute, 1, dann 2, jetzt 3 und der letzte, Leute, der letzte goldene Pinguin. 4! Oh mein Gott! Okay, 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 okay. Und da ist er, Leute. Da ist er. Oh mein Gott, sieht der cool aus. Der sieht ja richtig nice aus, wie der leuchtet, Leute. Sein ganzer Rücken leuchtet einfach. Der sieht richtig nice aus. Mit dem kannst du ja richtig flexen, wenn du so einen hast. Oh mein Gott. Der ist ja richtig cool, Leute. Der ist ja richtig cool. Der ist einfach 9000 Robux wert. Alter, der ist richtig, richtig nice. Vielleicht haben wir irgendwann einen mega neon-goldenen Pinguin, wobei ich das eher bezweifle. Aber gehen wir mal hier raus, Leute. Und jetzt haben wir Tag natürlich, jetzt ist es ein bisschen, aber man sieht trotzdem, dass er Neon ist. Oh mein Gott, Leute. Wir können ja vielleicht mal eine Folge machen, was train Leute für meinen goldenen Neon-Pinguin. Und, I love Halloween. Okay, dann kauft mein Halloween-Merch. Und Leute, oh mein Gott, einfach ein goldener Neon-Pinguin. Vielleicht können wir jetzt schon mal einen Trade machen. Who can trade with me? Everyone. Hat jemand hier einen Trade für mich? Hat hier jemand einen Trade für mich? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube tatsächlich nicht, aber Leute, der sieht richtig, richtig nice aus. Der sieht richtig, richtig cool aus. Oh mein Gott, das ist nice. Wir haben ja vor langer Zeit mal einen normalen Pinguin-Neon gemacht. Penguin, Leute. Nicht mit Doppel-N. Pen? Hacker M schickt mir einen Trade. Was willst du mir denn so für den goldenen Pinguin geben? Leute, der Neon Flyride Golden Pinguin. Einen goldenen Apfel. Oh mein Gott, 2 Stück. Die kann man ja auch gar nicht gratis bekommen oder so, wisst ihr? Die kann man ja gar nicht gratis oder sowas bekommen. Hier. Leute, ich habe hier so einen normalen Neon Pinguin hier auch noch. So. Da leuchten halt nur so die Füße und die Arme quasi. Und beim Neon leuchten einfach, beim goldenen meine ich, leuchten einfach der ganze Körper, außer halt vorne das. Und der Schnabel leuchtet auch nicht. Aber Leute, das sieht richtig, richtig cool aus. Außerdem wollte ich noch sagen, ich habe einen neuen Kanal aufgemacht, wo ich andere Videos außer Adopt Me hochlade. Falls ihr da mal vorbeigucken wollt, da lade ich manchmal Videos hoch. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken und abonnieren und natürlich das Video angucken. Beziehungsweise ich habe da jetzt schon 2 Videos hochgeladen. Einmal von Jailbreak. Also falls ihr da Interesse habt, guckt euch das gerne an. Abonniert gerne den Kanal. Leute, das sieht einfach so richtig nice aus hier. Oh mein Gott, Leute. Und als nächstes ist vielleicht hier die... Ich bin da momentan dabei, Leute. Ihr seht, ich kann euch einen kleinen Spoiler geben. Ich habe 4 King Bees. Was könnte ich damit wohl machen? Ja, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Da würde ich auch sagen, war es das mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Checkt mal auf jeden Fall meinen Gruppenstore aus mit dem Merch hier. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Da würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.